good. So, meine Freunde, der D ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Und ja, heute gibt es natürlich wieder ein neues Video am Samstag, wie versprochen von mir. Und es geht heute ein kleines, naja, es ist kein Thema, sondern es sind ja jetzt bei uns richtig fresche Herbstferien. Und da muss man natürlich was richtig Geiles machen. Nicht nur zu Hause sitzen, sondern auch mal rausgehen. Nein, Spaß beiseite, mal ein bisschen, naja, die Welt erkunden. Nach meinem Wort, ich laber schon wieder Scheiße. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich und Sascha vorproduzieren werden an diesem Wochenende. Das heißt, ihr bekommt, wir machen halt für die nächste Woche trotzdem Videos. Da müsst ihr gar keine Angst haben. Es werden trotzdem Videos am Start sein von FIFA und von Call of Duty. Ich werde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein paar Live-Gameplays machen von MW3 vielleicht auch. Da bin ich mir noch nicht so sicher, da ich das Video jetzt gerade am Samstag, wie ich es auch hochlade, mache. Und ich werde jetzt am Samstag bzw. Abend und Sonntag die Videos produzieren. Deswegen muss ich gucken. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was ich mache. Vielleicht mache ich auch mal wieder eine Folge Daily Zockt. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, was machen wir denn in dieser Woche, wo wir weg sind? Wir sind halt vom 13. bis zum 19. weg. Beide, aber leider nicht zusammen. No homo. Wir sind an zwei verschiedenen Orten. Sascha hatte halt keinen Bock auf ein Video, weiß gar nicht warum. Der hatte einfach mal keine Zeit, sag ich mal so. Und ja, ich sag einfach erstmal, wo Sascha hinfährt. Er fährt nämlich nach Malle, sag ich dir. Ja, Malle. Auf jeden Fall würde ich einfach mal sagen, wenn von Sascha, wenn er ein FIFA-Video hochlädt in dieser Woche, schreibt mal immer in seine Kommentare, wenn ihr aktiv seid bei mir. Schreibt einfach mal in seine Kommentare, jo Digga, hast du die über Bitches geflankt oder sowas? Ja, da hätte ich schon Bock drauf, wenn ihr sowas schreiben würdet. Auf jeden Fall richtig geil. Jo, was ist denn mit den geilen Girls? Was hast du da geflankt? Sowas wäre geil, wenn ihr sowas schreiben würdet. Auf jeden Fall weiß ich ganz genau nicht, was er da macht. Ich weiß nur, dass er auf jeden Fall mit seiner Familie fährt. Ist auf jeden Fall shit. Also fährt jetzt nicht nur mit YouTube-Money dahin und chillt sein Leben alleine. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein fresher Urlaub. Braun gebrannter, ästhetischer Körper wird er auf jeden Fall auch wieder haben. Mit 42er Bizeps ist natürlich auch am Start. Naja, gut, übertreiben wir mal nicht. Dann kommen wir zu meinem Urlaub. Da weiß ich, ich habe jetzt mit Sascha nicht so viel geschnackt, was sie da machen würden. Aber naja, Malle, das steht einfach für sich, was es ist. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn er seine Familie hinführt. Malero, das ist schon so eine Sache. Ja, was kann man da denn Gutes machen? Naja, ich fahre nach Kassel. Hol mich einen Kaffee. Naja, 5 Stunden von mir entfernt. Autofahrtmäßig, aber naja, gut. Das Geile ist so, ich fahre halt mit der Bahn hin. Ja, Freunde. Und dann muss ich mir ein Ticket kaufen. Ist klar, ne? Und dann habe ich so mal einen Tag geguckt, einfach so einen random Tag genommen und einfach mal zu gucken, wie viel kostet der Scheiß eigentlich. Ich bin eigentlich in meinem ganzen Leben noch nicht mit der Bahn gefahren. Und habe einfach mal geguckt, was kostet der Spaß. Und dann steht da so 150 Euro, ne? Und ich denke mir so, ja gut, YouTube Money, ne? kann man machen, ne? Ich hatte es eigentlich auch so gehabt, das Geld, das wäre kein Problem für mich. Aber dann gucke ich einfach so ein, zwei Tage, bevor ich bestellen wollte, die Scheiße. Und dann gucke ich so, der Scheiß kostet ja nur 60 Euro, ist gar kein Problem mehr. Gleich mal gegönnt. Wobei, gar nicht 60 Euro. 30 Euro. 60 Euro, da wirst du ja klopfen. 30 Euro nur, und das ist natürlich im Vergleich zu 150 Euro eine große Menge. da war ich schon mal erleichtert. Was ich denn in Kassel mache, ist ganz einfach. Ich besuche eine alte, gute Freundin, wenn man das so sagen kann, die ich eigentlich nur so kindheitsmäßig kenne, mit der Skype ich relativ so paar Mal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jede Woche oder so skypen, auf jeden Fall nicht. Die kenne ich schon relativ lang. Problem ist natürlich, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, klar, und jede Woche, jede zweite Woche, jeden Monat dahin zu fahren oder so. Ich muss natürlich auch das Geld haben und sonst was, damit sich es auch lohnt. Und ja, wir werden das auf jeden Fall einfach mal da genießen, würde ich sagen. Ich bin dann bei der
ihre Eltern von dieser Person halt, die kennt ihr nicht, müsst ihr auch nicht kennen. Die sind halt selber im Urlaub und sie hat einfach mal das Haus frei. Und dann hat sie mir gesagt, hast du vielleicht was vor in den Händen? Dann dachte ich, gut, fährst du mal vorbei. Und dann mal da so eine Woche chillen, wäre ganz nice, denke ich mal. Auf jeden Fall, keine Ahnung, so in die Stadt gehen, sich mal wieder frische Klamotten kaufen. Die ist dann mal so, arm dran, ich schere, nein. Das kriegt schon wieder die Dislikes. Wäre auf jeden Fall geil, wenn man sowas machen könnte. Und ja, noch so ganz einfach einen chilligen Kram, ja, mal was essen gehen. Einfach mal wirklich eine gechillte Woche da in der Stadt zu verbringen. Ich kenne mich da wirklich nie aus, vielleicht zeigt sie mir irgendwas. Muss man sehen, wie das da abläuft. Und ja, ich werde euch natürlich mal ein Update dann zu geben, wenn ich natürlich wieder zurück bin, was da so passiert ist. Dann geht es eigentlich dazu, dass ich da festgelegt ist eigentlich, dass ich dann natürlich eine Woche bleibe, aber ich versuche eigentlich zu einem richtig guten alten Freund, den ich in meiner Kindheit, der war nämlich hier, der hat hier gelebt. Und wo er wirklich klein war, da waren wir wirklich jung. Und der ist halt weggefahren, der wohnt halt, ich glaube, so 30 Kilometer von Kassel entfernt. Und ja, da wollten wir dann einen Tag oder so hinfahren irgendwie. Mal gucken, was da so abgeht. Ich würde ihn echt gerne besuchen. Ich habe mal mit ihm geschrieben, habe endlich mal irgendwie Kontakt mit ihm gebracht. Das heißt nicht, dass ich mit ihm irgendwie jeden Tag geschrieben habe. Ich wusste gar nicht, ich habe mich eigentlich kaum Erinnerungen an ihn. Aber wo mir dann Leute erzählt haben, dass ich diese Person halt irgendwie kenne oder so, wurde mir halt klar, ja, das ist der. Und dann wurden so Erinnerungen wach. Wäre auf jeden Fall geil, wenn ich da mal hinfahren würde. Wird auf jeden Fall richtig bocken. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde jetzt, wie viele Leute, wir müssen jetzt gar nicht schreiben, ob irgendwas Real-Life-Special-technisch-mäßiges geben will, aber mein Gott, ich stotter wie so ein Johannes. Es geht nämlich darum, ich habe gar nicht die Möglichkeit, über Real-Life-Videos zu machen, weil erstens die von meinem Handy, die Kamera, ist einfach mal ultra schlecht. Also, die Hinterkamera ist 5 Megapixel. Ja. Und die vorne ist 0,5. Noch nicht mal Megapixel hat die Frontkamera. Das ist sowas. Und eine wirklich coole Kamera habe ich jetzt auch nicht am Start. Da reicht das Videoman ja gar nicht. Und ja. Deswegen kommt da auch nichts irgendein Video oder so. Selbst danach nicht. Ich werde auch dann nicht wirklich was aufnehmen. Ich werde auch wahrscheinlich keine Fotos machen, weil ich einfach ein Mensch bin. Ich pack von Fotos halt nichts. Ja? So ein Foto als Erinnerungsstück finde ich immer gut. Aber wenn ich einfach, ich finde Videos eigentlich immer am besten. Videos finde ich immer am besten. Du hörst die Stimme, du hörst die Person, du siehst etwas, bla bla bla. Und nicht einfach Erinnerungen auf ein Foto gedruckt. Natürlich sind Fotos auch schön, aber na, das ist mal wieder eine andere Geschichte. Ich würde einfach mal sagen, dass sowas leider nicht geht, da ich das momentan nicht habe. Das nötige Kleingeld für eine Facecam leider auch nicht. Da ich ja jetzt mir einen neuen PS3-Controller kaufen musste, weil meiner ja im Arsch ist wegen Black Ops 2. Aber das ist ja auch wieder eine andere Sache. Und naja. Dann muss ich ja natürlich auch noch auf Advanced Warfare sparen. Das ist schon eine Menge Geld, ja. Da kann man sich nicht einfach sagen, oh, jetzt bin ich mit meiner Facecam. Ja. Schade. Ich würde da gerne was aufnehmen, aber diese Qualität, das kann man sich aber auch einfach nicht angucken, das kann man sich nicht geben. Dann wollte ich einfach sagen, dass so eine, die Herbstferien, ich würde einfach mal gern, das sind so unsere von Sascha und mir, und ich würde einfach gern mal wissen, was ihr in euren Herbstferien macht. Weil ich denke mal, so der prozentuale Anteil sind so 70%, die einfach mal zu Hause bleiben und einfach mal 5 gegen Willi machen, einfach mal ihr Leben chillen. Eier schaukeln und einfach mal ein bisschen zocken. Ja, ich würde einfach mal gerne wissen, was ihr so in den Herbstferien wirklich macht. Weil Herbstferien, das sind nicht einfach Sommerferien, wo ihr einfach sagt, okay, ich fahre ein warmes Land, ein bisschen Sonne tanken und oder ich gehe einfach nur an den Strand bei mir oder so. So ein Herbstferien, ich weiß nicht. Herbstferien sind für mich so eigentlich das langweiligsten Ferien, die es überhaupt gibt. Winterferien kannst du ein bisschen was im Schnee machen, wenn du Kälte magst und so ein Scheiß, aber Eisschuhlaufen, Alter. Pack's nicht.
Und nee, Herbstferien sind für mich eigentlich so die langweiligsten Ferien, die es gibt. Deswegen würde ich einfach mal gerne wissen von euch, was ihr so macht. Genießt noch das Video, die letzten Minuten. Und ich würde einfach mal sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao. In jedem Gang die letzte Kugel, der ist gehart durch den Kopf eines Gegners durchgebrannt. Granate zünden, Gegner hüpfen zur Deckung, um zu entwischen. Kimme und Korn schon längst drauf gerichtet. Victory on the mission, du triffst sie nicht alleine, weil der nächste dir schon das Messer in die Kehle rammt. Ein Raum steht bevor, Blendgranate rein gesprayt, bis der Raum voller Leichen scheint. Egal wo ihr euch versteckt, der Schein drückt der Obi am Himmel, der eure Standpunkte rausfindet. Falls ihr dann nicht genug gedemütigt seid, macht euch auf Bombengeschwader per Swarm bereit. Selbst mit euren Camper-Scopes können sie euch erwischen. Schalldämpfer anlegen und in die Hölle blicken. Victory per Endcard in das Game gerufen. Der Rest weint schon, weil ihre KD6 Gaha angelegt, alles down und es geht in den Spawn, um den Sieg erstmal hervorzusehen. Kugel per Kugel fallen die Gegner. Victory massakrieren ihre Kontrahenten. Gaha angelegt, alles down und es geht in den Spawn, um den Sieg erstmal hervorzusehen. Kugel per Kugel fallen die Gegner, Victory massakrieren ihre Kontrahenten.